So Leute, traumhaftes Wetter in Hanoi. Aufgrund von fälschlichen Wettervorhersagen haben wir auch einen besonderen Gast heute zu bestaunen. Die aus der Uni meinten gestern zu Alex, dass das Wetter nicht so geil werden soll. Deswegen hat er seine Windpläne dann auch überworfen. Kann man dann nichts machen, außer Natur genießen und rumlaufen. Die ist dann trotzdem hingefahren, weil er, wenn er schon mal hier ist, auch mal hin wollte. Ja, und jetzt scheint da auch traumhaftes Wetter zu sein. Also, ja. Schade. Echt schade. Nee, hier ist jetzt Bollerwetter. Also die Sonne scheint, UV-Index 11, 40 Grad. Voll krass. Und in den Nachrichten habe ich auch gesehen, weil gestern war es ja schon ein bisschen stürmisch und allem drum und dran. Und es ist tatsächlich so ein Taifun der Kategorie 5 hier auf dem Weg nach Hanoi, der aber vorher auf die Philippinen trifft und dann irgendwie abgeschwächt wird. Ja, aber trotzdem, am Montag oder Dienstag soll denn hier auch noch ein bisschen was passieren. Mal sehen, nochmal gespannt. Zeit für den Buncha. Bungee, 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 Bungee. Der Loungeplatz hier oben. Okay Leute, jetzt gibt es wieder die gute Bungsha. Danach haben wir einen Plan und zwar gehen wir in den Literaturtempel wahrscheinlich. Wir suchen uns immer die besten Tage aus, um so richtig schön lange draußen herzulaufen. Ab 39 Grad gehen dann die kilometerlangen Märsche los. Und außerdem, jetzt ist ja Samstag und das Wochenende ist tatsächlich die einzigen Tage, wo wir beide komplett frei haben und Quality Time haben. Alex ist jeden Tag in der Uni. Was hab ich falsch gemacht? Wenn alle in Hanoi sind, um irgendwie zu shoppen oder was, unser Herz geht auf, wenn wir das hier sehen. Mal. Und zwar gibt es hier Coco Crunch. Das sind andere Cornflakes diesmal, ne? Great Chocolate Taste. Ne, das waren die Coco Pops oder Coco Loops. Das sind jetzt die Coco Crunch. Aber die Vietnamesen sind eh crazy. Die sagen nämlich zu Schoko Coco. Und als ich gefragt habe, was sie dann zu Coco, also Kokosnuss sagen, Coco. Also haben die ein Wort für beides. Sweet. Die Getränke werden hier abgewogen. Come on, Bär. Bye, bye. Oh, ist so hell, Leute, die Sonne. Aber es ist auch mal schön, dass die Sonne wieder da ist. Wir haben schon wieder direkt bei uns um die Ecke einen richtig geilen See gefunden. Ey, ist nicht schön. Ich laufe hier mal runter. Ah. Guck doch mal. War das gerade ein Selfie-Panorama? Ich wünschte, man könnte es mit der Frontkamera machen, aber... Das ist geisteskrank, Alex. Ich habe keine Fotos mehr. Ich muss neue Fotos machen. Wir haben eben noch gesagt, dass wir mal wieder so ein Beachday brauchen, wie in Hoi An. Einfach mal ein bisschen Sonne tanken. Und zack, da ist er. Überrascht uns Hanoi mit einem kleinen Pond. Ja, und hier gibt es so eine kleine Diagonale, würde ich mal sagen. Und hier chillen jetzt erstmal ein paar Minütchen. Alex, such dir was aus. Mach schon was. Ich brauche einen neuen Helm. Wir brauchen nämlich tatsächlich bald Ausrüstung. Die Kamera ist gleich leer. Scheiße. Und zwar veranstalten die von der Uni so ein kleines Bootcamp. Und da wird man so ein bisschen gedrillt, so als Willkommensveranstaltung. Kann ich das Zepter mal in die Hand nehmen da? Ein neues Motorradgang ist auf Tour.
gucken wir in die Ferne. Ich erstmal gedacht, da kommt wie so eine kleine Biker-Kolonne entgegen mit einem, komischerweise mit so einem City-Tour-Bus, dachte ich erstmal. Bis der Erik mich schon aufmerksam gemacht hat, welches City das war. Das war einfach so ein Promobus von Manchester City. Und obendrauf Julian Lescott, der englische Nationalspieler, der hat uns zugewunken. Also City! Geil! Kommerz! Komm, Erik! Oh ja! Jetzt hier ist Verkehr, glaube ich. Hier ist schon gleich wieder rund. Das ist das Gaming Center. Hier ist bestimmt wieder Hund gleich. Ja. Ich komme jetzt wieder mal zu Gleis, wenn wir drücken. Also, jetzt geht's in den Literaturtempel. Die älteste Universität Vietnams, Asiens, weiß ich nicht. Reiche ich nach als kleinen Untertitel. Auf jeden Fall mega alt. Konfuzius hat hier gelernt. Gelehrt und gelernt wahrscheinlich auch. Ihr wisst schon. Wir können einfach nicht ohne Uni, auch an unserem freien Tag. Und voll gut, mit unseren HBR-Ausweisen haben wir einfach nur die Hälfte bezahlt. Schnapp des Tages. Unglaublich entspannt, Leute, aber wie immer bei allen touristischen Attraktionen. Kannst du mal raufschwenken. Wo jetzt hier gerade geht's, obwohl nee, da sind sie. Ich glaube, Alex macht schon wieder ein Panorama. Oh, Diggi. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber hier in dem Ding sieht es natürlich wahrscheinlich richtig geisteskrank aus. Das ist jetzt hier der letzte Platz, Leute, von dem Ganzen. Aber irgendwo ist hier noch die Einsäulenpagode, die müssen wir noch sehen. Zurück im Trubel, Leute, zurück. Hey, that's so cool. Yes, thank you. Thank you. Oh, perfect. Mega cooler Laden.
Hier sind überall so kleine Post-its, wo die Leute was draufgeschrieben haben. Hier ist noch so ein leeres. Können wir uns auch adressieren, von wem an wen und mit welcher Botschaft auch immer. Kriegt der Erik jetzt auch gleich mal einen. Thank you very much, John. Thank you.